Eishockey-Show wird euch präsentiert von Magenta Sport. Liebe Freunde von Magenta Sport, wir sind sauglücklich, euch heute mit auf dem Oktoberfest zu nehmen. Also kommt's doch mal mit. Ja, liebe Freunde von der Eishockey-Show, wir grüßen euch ganz, ganz herzlich hier aus der Fischerfrone beim besten Bier und beim besten Essen. Und wir sagen, wir sind die Münchner Zwietracht und wünschen euch alles Gute. Viel Spaß heute in der Sendung. Sascha und Basti, alles Gute. Ja, völlig losgelöst die Stimmung, wie immer auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für Folge 2 in der Eishockey-Show hier in den Oktoberfest-Studios in Ismaning, Nähe München. Denn ihr wisst auch da draußen und deshalb herzlich willkommen, das DEL-Raumschiff hat mittlerweile schwerelos abgehoben in die neue Spielzeit und deshalb wollen wir darüber sprechen, weil es so fulminant losgegangen ist. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben eine Menge vor mit euch und dazu gleich mehr, aber erstmal, ihr seht die Namen eingeblendet, meinen zumindest. Trotzdem will ich natürlich Basti Schwele vorstellen, heute auf dem rechten Stuhl. Das ist eigentlich meiner und ich sitze hier auf diesem komischen Stuhl, auf dem ich mich gar nicht wohlfühle. Ich kann nicht links. Die Schokoladenseite muss ich normal immer. Weiß ich nicht. Aber schönen guten Abend. Ich frage mich, warum wir eigentlich dann nicht hier fortführen und so ein Oktoberfest-Extra-Ausgabe machen. Das sagt der Richtige. Das sagt nämlich der Oktoberfest-Grinch. Das, so viel darf ich sagen, glaube ich. Ne? Du bist kein großer Fan des Oktoberfestes. Nicht mehr, nee. Nee, es war mal anders. Das war schon mal anders, ja. Mit 14, oder? Nein, auch schon später. Aber ich habe zurzeit, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Verkleidung und die Kostüme. Verkleidung ist gut, okay. Ja. Das sage ich als Rheinländer. Ich finde ja, man muss es leben. Aber ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht lebt es ja der Dritte im Bunde bei uns heute natürlich in der Show. Magic Mike, Mike Meyer. Grüß euch, ja. Dann die Frage, weil ich sie gerade schon Basti gestellt habe, kannst du mit dem Ganzen was anfangen? Ja, vielleicht so ein bisschen. Also das Flüssige, was es gibt, das schmeckt. Aber ich bin jetzt per se auch nicht der Typ, der so auf Lederoutfits steht. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht der. Der Mike ist auch froh, dass wir... Gut, das kann ja in anderen Bereichen noch kommen. Aber das ist ja nur das, was hier in München abgeht. Mittlerweile muss man ja sagen, Deutschland ist ja eh im Oktoberfestfieber. Die Feste werden ja deutschlandweit gefeiert. Mittlerweile ja auch weltweit. Ja. Das ist ja nicht nur hier ein deutsches Phänomen. Also hier ist das Original, der Ursprung, ist im Minger. Aber das sagt nur jemand, der nicht aus München ist übrigens. Ja? Ja. Ja, ich bin ja auch nicht daher. Da bin ich ja stolz drauf. Das ist mir auch wichtig. Ja. So. Nicht, dass mir hier noch irgendwie deswegen wollte ich das auch nicht machen, weißt du? Ja, okay. Gut, aber wir wollen natürlich trotzdem jemanden mit reinnehmen in diese Show, der ganz weit weg ist und trotzdem eine Promotion macht für ein Oktoberfest. Ja, komm. Guck mal, wer was zu sagen hatte rund um diesen besonderen Brauch. Country. Don't miss Western Canada's largest Oktoberfest celebration right here in Eislisten. Tickets are available now at ticketmaster.com. Prost. Und die Masse hat er schon leer gemacht, der Leon. Ja, guck so mal. So schnell geht's. Da macht er Werbung für das dortige. The Western Oktoberfest. Yeah. Western Canada Oktoberfest. Ich glaube, das zweitgrößte Oktoberfest ist auch, glaube ich, in China, habe ich mal irgendwas mitbekommen. Dachte ich. Die haben da auch ein Riesending hingestellt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Einzugsbereich ist, relativ groß. Ne? Wenn da, egal in welcher Stadt du das machst, du hast sofort 20 Millionen, die kommen können. Das stimmt. Genau, aber ihr wollt natürlich auch wissen, was wir heute vorhaben mit euch. Einiges, zuvor aber wollen die wir natürlich... Die DL-Saison ist gestartet übrigens wieder. Die DL-Saison? Ja, ja. Ja, natürlich. Haben wir noch schon gesagt. Thema. Ja, das ist ein Thema, aber lass uns doch vorher noch ganz kurz hier, das ist der Ablauf. Und den gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Ich hab meinen nicht dabei, weil der Leiter der Sendung, dessen Namen ich jetzt noch nicht verraten kann, weil wir wissen noch nicht, wie die Sendung läuft. Wenn sie gut läuft, sagen wir ihn am Ende. Ja. Wenn es schlecht läuft, wird er natürlich... Ja, der war nervös heute. An und bleibt der war sehr nervös. Genau. Also, ihr wisst natürlich, wie immer, könnt ihr gerne mitmachen hier bei uns über YouTube, wenn ihr uns über YouTube schaut, über die Kommentarleiste. Macht heute sogar Sinn, weil wir später noch eine ganz interessante Verlosung haben. Und da braucht ihr diese Kommentarleiste. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr euch das Handy ans Ohr haltet oder einfach nur vor
vor den Mund und reinsprecht. 0175 681 7248. Kennt ihr hoffentlich mittlerweile. Habt ihr fest einprogrammiert in euer Endgerät und dann könnt ihr uns natürlich eine Sprachnachricht schicken, die wir uns gerne hier in der Sendung reinziehen wollen. Soweit so gut. Ja. Dann zum Themenblock. Wir machen Tempo. Wollen wir vorhin einmal schon mal in die YouTube-Kommentarleiste reinschauen? Hast du schon was? Weil grundsätzlich, man erkennt ja, einer fehlt. Ja. Und der Kommentator hat schon gesagt, ob diese besagte Person vielleicht noch im Hofbräuezelt unterm Tisch liegt. Aber man weiß ja nie, vielleicht ruft er nachher auch spontan an. Von vielleicht, aber ich glaube, im Hofbräu ist der nicht. Nee, da geht er nicht hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist mehr so Kofler oder? Ich weiß gar nicht, nee, aber da ist er nicht. Nee, aber er ist auf jeden Fall jemand, so viel dürfen wir verraten, der im Gegensatz zu Basti durchaus gerne das Oktoberfest besucht. Dem Oktoberfest frönt. Ja, genau. Er ist heute nicht da. Mal gucken, was es wird. Ja. Ich glaube, wir ziehen das zu dritt durch. Und deshalb haben wir folgende Themen am Start. Liebe Leute, guckt mal rein. Oder beziehungsweise, das wollen wir euch vorstellen. Also du hast schon gesagt, Basti, ich fange mal an mit Punkt 1. Wir reden natürlich ausführlich, so einigermaßen ausführlich, über den Saisonstart in der 30. Saison der Penny DL. Ist fulminant angelaufen mit tollen Spielen, Derbys dabei. Also es gibt, glaube ich, ein bisschen was aufzuarbeiten. Gutes Stichwort, Derbys. Wir haben heute live in unserer kleinen, gemütlichen Familienshow Henrik Haukeland von der Düsseldorfer EG und Justin Schütz von den Haien. Natürlich alles zum Derby gestern. Wir kümmern uns heute um das Frauen-Eishockey, denn auch da gibt es eine deutsche Persönlichkeit, die in eine besondere neue Liga aufgenommen wurde und ja auch die nationale Liga ist gestartet. Ganz genau. Dazu gibt es natürlich auch so ein bisschen zweite Liga, die DEL2 mit dem Saisonstart, ebenso wie die Preseason der National Hockey League Plus. Die sind ja ganz, ganz weit down under zum ersten Mal. Überhaupt in der südlichen Hemisphäre ist die NHL zu Gast. Da gibt es auch ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Stories. Cool. Dann starten wir doch durch mit Punto 1. DEL. So ist es. Also ich fand, ich war ja auch einige Male vor Ort, du auch. Das war echt cool, was wir an Spielen gesehen haben. Man fragt sich ja mal, wie es losgeht. Geht es ein bisschen zögerlich los? Ich fand, es ging relativ fulminant los insofern, dass wir auch Spiele auf echt hohem Niveau gesehen haben. Klar, einige Mannschaften hatten natürlich auch schon in der Champions Hockey League ein paar Spiele und dementsprechend schon voll im Flow. So sieht es nach 4 Spieltagen erstmal nach 4 Spieltagen, also 2 Wochenenden, tabellarisch aus. Und wir sehen, der Hai. Der beißt sich da oben an der Spitze erstmal fest. Die Schwenninger-Fans sind heiß. Ja. Also das ist natürlich ein cooler Start, sicherlich auch für alle Fans von Schwenningen. Die Adler Mannheim haben Tempo aufgenommen nach der Niederlage zu Beginn gegen Schwenningen. Und die Eisbären sind, kann man schon sagen, vor allem wenn man das in Vergleich setzt zu dem, was im vergangenen Jahr passiert ist, back on track. Insgesamt finde ich halt cool, jedes Team hat jetzt schon mal verloren, jedes Team hat aber auch gewonnen. Das zeigt, dass es schon erstmal jetzt sehr ausgeglichen zugeht. Also wir haben eigentlich die beiden Gesichter des Sports schon erlebt. Ja. Jede Mannschaft hat das schon erlebt. Dann gab es einen Europarekord in Köln von den Fans. Mhm. Können wir gleich noch thematisieren, wenn wir aufs Derby zu sprechen kommen. Aber lass uns doch vielleicht anfangen mit dem, ja, schon Klassiker und Topspiel, wie ich finde, abseits von dem rheinischen Derby, was am Sonntag stattgefunden hat in Mannheim, die Adler gegen die Eisbären Berlin. Du warst auch da, Basti, du hast es kommentiert. Ich sag mal ganz plump, großartiges Niveau. Wie hast du das Niveau und das Spiel erstmal so als solches empfunden, weil man sich von dem Spiel natürlich eigentlich, egal wann in der Saison, sehr viel erhofft immer. Du hattest vorher, die Woche vorher hattest du ja auch schon Mannheim-München. Ja. Also auch das war ein richtig gutes Spiel, aber gestern auch, da war eigentlich, ja, das ist das, warum du Eishockey auch liebst. Da war wirklich alles mit dabei. Du hattest von Anfang an Tempo, du hattest Härte. Du hattest gleich in den ersten 6 Minuten 3 Tore, wo du schon dachtest, oh Mann, Gott, das Spiel rauscht hier komplett durch die Decke. Und ich finde es ja cool, dass das irgendwie so voraussehbar war, weil Johan Lundskog, der Coach von Mannheim, der neue Coach, der hat vor dem Spiel in der Halle, machen die ja auch immer Hallen-TV, dort hat er ein Interview gegeben und dann war so sein Ausblick aufs Spiel, war, I think it's gonna be a hell of a hockey game, ja, hat er da gesagt. Und so, und genau so ging es ja los, und zwar von beiden Seiten. Und deswegen, das hat schon mit den Zuschauern, mit der Halle, das hat schon mächtig Spaß gemacht gestern. Es war einiges herausragend und am Ende mit dem besseren Ende für die Adler Mannheim. Wir haben danach mit Marcel Nöbels gesprochen. Wir können ja mal ganz kurz reinhören, Mikey, was er zu dem Spiel zu sagen hatte, weil ich fand vor allem hinten raus die Conclusio ganz interessant. Ja. Das Spiel war an sich sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schnell. Und man hat gesehen, glaube ich, dass man die beiden Mannschaften lange in der Saison, glaube ich, sehen wird. Klare Ansage, trotz Niederlage. Auf jeden Fall.
Ja. Also ja, sowohl in Adlerrichtung natürlich damit ein Lob, weil er weiß, okay, die haben es dieses Jahr auch richtig gut gemacht, aber sich selbst natürlich auch sofort mit reingeschmissen, weil die auch wissen, dass da einiges an Paket zusammengestellt wurde, was dafür spricht, dass die Berliner mitspielen. Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht überraschend. Nee, also, dass sie sich natürlich regroupen, wie man so gerne sagt. Aber das finde ich das Coole. Natürlich, die hatten eine schlechte Saison, das ist ja keine Frage letztes Jahr. Die haben aber auch wieder gute Spieler dazu bekommen. Die Eisbären Mannheim hat sich eigentlich komplett rund erneuert von der Ausrichtung, von den Spielern, vom kompletten Coaching-Staff, von allem eigentlich. Und das finde ich ja immer das Spannende. Und deswegen mag ich keine Saisonvorschau. Ich lege mich da ungern fest, weil man Mannschaften, finde ich, nicht vom Papier her beurteilen kann. Natürlich ist da Geld im Spiel, natürlich sind da Namen im Spiel. Aber das heißt ja nicht, dass es funktionieren muss. Und jetzt siehst du so gleich am Anfang der Saison bei den beiden Mannschaften, dass es einfach funktioniert. So früh auch schon, so gut funktioniert. Wenn das Niveau so bleibt, dann sind die zwei natürlich schon sehr steile Mannschaften. Ja, wo ja hinten raus dann auch nochmal von Berliner Seite brutal gedrückt wurde. Die haben nochmal alles reingeschmissen, dass das vielleicht noch zum Ausgleich kommt. Am Ende gab es dann noch den Treffer von Chris Bennett. Wir haben das auch mal wieder thematisiert. Ne? Gibt ein paar Spieler in Mannheim, die noch nicht so funktioniert haben, punktemäßig. Ist ja mal ein Unterschied. Genau. Heißt ja nicht, dass es nicht automatisch funktioniert. Weißt du besser als ich. Plachter, klar, war der Spieler erstmal, der zu Beginn der Saison jetzt erstmal alles überragt hat mit seinem besten Karrierestart mit 8 Punkten und auch wieder ein Tor. Das finde ich zum Beispiel, da möchte ich nochmal zurückkommen auf die letzte Saison. Ja. Weil da wurde ja vor allem in München immer so Freddy Tiffels ein bisschen rausgehoben und hat gesagt, ja, der spielt keine gute Saison. Der hat nur, finde ich, punktemäßig keine gute Saison gespielt. Aber jedes Spiel, wo der Freddy gespielt hat, wo ich München dann hatte, finde ich schon, dass der Freddy richtig gut gespielt hat. Der hat Lücken gerissen, der hat mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Technik, der macht was. Das ist ein aktiver Spieler. Und deswegen kommt so eine Beurteilung immer nur an Punkten. Immer ein bisschen ungerecht, nicht immer, aber hin und wieder halt ungerecht rüber. Und das finde ich auch. Und der Freddy hat jetzt gestern auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich mag das auch nicht, wie Mannschaften vom Papier beurteilen, mag ich auch nicht, Spieler nur nach Punkten zu beurteilen. Das stimmt. Am Ende bist du natürlich trotzdem dann irgendwann auch mal als Stürmer, wirst an Punkten gemessen oder auch mal an Toren gemessen. Ne? Also wenn du nachher als schneller Stürmer, Flügelstürmer irgendwie 2 Tore auf der Agenda hast, dann war es vielleicht doch zu wenig, aber ich bin voll bei dir. Da hatte ich sogar mal mit ihm, da kann ich mich dran erinnern, in den letzten Jahren mal ein Interview zugeführt und da hat er auch gesagt, fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, aber es ist eigentlich so, hat er das beantwortet, wie du es gerade gesagt hast, nur es kommt halt nicht so oft an da draußen. Ne? Man muss aber sagen, der Unterschied vielleicht in dem Spiel Mannheim-Berlin war dann auf Mannheimer Seite eine 4. Reihe, die abgeliefert hat. Ne? Eisenmenger, Eisenmenger mit Tor und Assist in seinem allerersten Spiel für Mannheim unter anderem, ich finde auch jetzt im Nachhinein, du kannst ja im Live, hast es nicht immer gleich drauf, aber du denkst ja über das Spiel auch ein bisschen nach. Ich glaube, das entscheidend war letztendlich, dass Mannheim 3-mal in Führung gegangen ist. Dass du immer vorne wegspielst, zumindest vom Tor, nicht vom Spielverlauf, aber doch von deiner Effizienz, dass du immer dieses Tor machst, wo der Gegner, der auch noch auswärts spielt, nachlegen muss. Und ich glaube, letztendlich war dieses 3-2 im letzten Drittel dann dieses Ding, wo Berlin, die hatten zwar noch die Chancen, Nöbi hatte noch mal 2, einen Direktschuss hat er noch, den der Arno so gepickt hat mit der Fanghand und dann hat er noch diese Riesenchance, die Dennis Reul weggeblockt hat. Den habe ich auch theoretisch schon mal rausschauen wollen, auf den Reul-Block können wir schon schauen. Das war so die spielentscheidende Szene am Schluss natürlich. Da wäre der Ausgleich für die Eisbären noch mal drin gewesen, schöner Querpass von Bojcak vorm Tor und dann hat der Nöbi eigentlich das leere Tor und plötzlich ist halt der Robo nochmal da, Dennis Reul, und blockt da einfach für Arno Tiefensee den Schuss hier weg. Ist für mich so ein bisschen, also nicht ein bisschen, für mich war er gestern unsung Hero, Dennis Reul. Bei aller Offensive, da hat die Defensive, finde ich, einen großen Anteil gehabt für Mannheim gestern und vor allem Dennis Reul. Obwohl er ja einen weiteren Auftritt schon noch hatte. Der hatte viele Auftritte, finde ich, gestern. In dem Fight gegen Yannick Veilleux. Der sich dabei verletzt hat. Den haben wir natürlich auch kurz mal parat. Ja, also da ging es darum, dass Dennis Reul einen relativ späten Check gesetzt hat, ich glaube gegen Blaine Byron. Und Yannick Veilleux dann einfach nach diesem Check, weil er auch nicht wusste, hat sich Byron da verletzt oder irgendwas im Affekt einfach
für sein Team eingestanden hat. Weil das war, muss man auch sagen, von Anfang an kein unfaires, aber ein sehr hart geführtes Spiel. Da ist nochmal jetzt der Check von Reul zu sehen. Der kommt schon lange nach dem Abspiel. Und dann kommt Yannick Veilleux eben dazu. Der ist auch ein Spieler, der sowas kann, der sowas mag, der dafür auch verpflichtet ist, Härte ins Spiel reinzubringen. Der jetzt aber auch im Krankenhaus war. Der jetzt auch im Krankenhaus war, meine ich, mit dem Nasenbeinbruch. Und Dennis Reul ist halt der Kapitän der Adler, nicht umsonst insgesamt. Ja. Muss das sein, frage ich dich. Veit. Ja, immer noch. Ich weiß, wir prallen da immer so ein bisschen aufeinander. Also wir prallen da sehr aufeinander. Finde ich aber auch gut, weil man muss nicht immer einer Meinung sein. Ich übe... Pass mal auf. Ich werde jetzt mal was. Ich muss mal was loswerden. Okay. Ganz kurz. Ich gehe jetzt mal hier ans Rednerpult. Ich gehe jetzt mal ins Rednerpult und mache mich bei mindestens 50% der Menschen, die zuschauen, unbeliebt. Aber das gehört ja auch dazu, weil du hast schon angesprochen, Basti. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, ob ich dazu was sagen soll, weil es fällt mir dann immer wieder auf, dass ich denke, Mensch, das ist so ein geiler Sport. Und warum muss der dadurch glänzen, mit Anführungszeichen, dass sich zwei krankenhausreif schlagen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich verstehe, dass Menschen sagen, ja, guck mal, ist ja part of the game, hat es schon immer gegeben. Aber warum kann sich etwas nicht verändern? Da fehlt mir dann so ein bisschen auch mal die Weitsicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das Ganze nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil ich finde, wir haben so ein tolles sportliches Niveau gesehen, zum Beispiel eben jetzt auch bei Mannheim gegen Berlin. Das sollte eben sportlich über allem stehen und nicht die Bilder dann auch immer wieder oft dann auch im Boulevard auftauchen, dass sich da zwei die Nase gebrochen haben oder zumindest bei einem, weil das negiert irgendwie so ein bisschen diese sportliche Klasse, die wir gesehen haben, weil darüber sollte eigentlich der Sport glänzen, finde ich immer. Und mir fällt dann auch immer auf, und da bin ich ja auch jedes Jahr im Normalfall zu Gast, warum gibt es denn keine Fights bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft? Ach, naja, weil es anders gehandhabt wird. Ergo hat jemand irgendwann mal überlegt, oh, ich finde aber eine Eishockey-Weltmeisterschaft total langweilig, weil da wird ja gar nicht gefightet. Also ich habe das noch nie jemanden sagen hören, und es ist eben dann auch kein Part of the Game und trotzdem ein überragender Eishockeysport. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass das dann automatisch irgendwie bei uns in der Penny DL so normal hingenommen wird, zumindest von vielen. Ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen, weil ich das gestern in der Sendung auch schon gesagt habe, dass es schön ist, dass das jemand auch mal so sieht, wie ich es sehe. Ich habe damit nicht ultimativ recht, das ist nur meine Meinung, die ich gerade kundtun will. Und ich will noch zu guter Letzt sagen, weil das ist mir auch nochmal extrem aufgefallen, Yannick Veilleux verlässt das Eis und geht eben raus in die Kabine, wirklich blutüberströmt, das sah nicht schön aus. Und an der Seite, links und rechts, Papa und Mamas mit Kindern. Ich weiß nicht, ob das die finale Vorbildfunktion für einen Eishockeysport sein sollte, weil ich finde, gerade im Eishockeysport, und das ist doch auch das Schöne, gilt ja eigentlich immer ein schöner Fairplay-Gedanke, und ich finde nicht das Faustrecht. Das wollte ich nochmal loswerden. Und anschließend daran, find ich gut, haben wir die Umfrage auch direkt jetzt in der YouTube-Kommentarleiste gestartet. Was meint ihr? Genau, was meint ihr, ja oder nein, sind Fights im Eishockey noch zeitgemäß? Stimmt gerne ab und dann schauen wir später nochmal rein. Genau. Ich kann deinen Standpunkt völlig verstehen, Sesh, auch um diese Diskussion noch abzuschließen. Ich glaube aber, dass man immer eine andere Sicht auf die Dinge hat, wenn man praktisch mit diesem Sport aufgewachsen ist. Das nehme ich übrigens auch immer an. Ich habe das in dem Sinne nicht gespielt. Und nee, das ist auch absolut okay. Ja. Ich glaube, dann hat man eine andere Meinung dazu, ob es noch zeitgemäß ist. Ist echt eine gute Frage. Ich finde auch dein Argument richtig. Auch die Weltmeisterschaft kommt ohne diese Fights aus. Ich glaube nur, es ist eine sehr ehrliche Art und Weise, um für seine Mannschaft einzustehen. Dieses Ganze ist zwar zwischen Zweien ausgetragen, das ist aber trotzdem ein Mannschaftsding immer noch. Und es ist eine sehr rabiate, robuste, es ist eine sehr, ich sage jetzt mal, altertümliche, aber am Ende faire Angelegenheit, so Nicklichkeiten, die auf dem Eis passieren, auszutragen. Ich finde, das mit den 5 Minuten, das ist ja auch noch nicht lang, dass die DEL das wieder so eingeführt hat. Ich finde, das ist ausreichend bestraft damit. Jeder Spieler, der dieses Spiel spielt, auch auf diesem Niveau, weiß und hat gelernt, dass es mit dazugehört. Und es muss ja keiner. Du kannst, du musst es aber nicht machen. Und deswegen finde ich trotzdem, Eishockey ist auch Entertainment, ist Show.
Du kannst dich beim Fußball genauso verletzen. Es kann einer so eine Grätsche ausfahren, dass er dir Schien- und Wadenbein durchtritt auf dem Platz. Das gibt es auch, sind auch keine schönen Bilder. Hin und wieder. Das entsteht aber meistens aus einer spielenden Aktion. Aber wenn einer unfair spielt, ist es was anderes, weil er es vielleicht auch darauf anlegt. Aber genau, du kannst es genauso darauf anlegen und kannst einen willkürlich verletzen. Das kannst du auch. Gibt's auch. Ist auch schon passiert. Das gibt's natürlich da auch. Ich glaube, wir können es nicht zu Ende diskutieren. Ich verstehe auch deinen Standpunkt. Nein, wir werden es nie zu Ende diskutieren können. Wir werden es nie zu Ende diskutieren können. Genau. Ich wollte nur meinen mal darlegen. Das ist auch gut. Es war mir irgendwie extrem wichtig nach der Geschichte gestern, weil ich da so hautnah eben dran war. Du bist da immer so aufgewühlt auch danach. Ja, ich finde, es ist irgendwie nicht mein Ding. Und deshalb habe ich eine Meinung und die wollte ich kundtun. So, jetzt kommen wir aber, bevor wir hier noch bis heute Abend diskutieren, das machen wir nachher noch in der Kneipe, bevor wir uns dann draußen außerhalb der Kneipe noch eine runterhauen. Scheiß beiseite. Willkommen zum Rheinischen Derby. Das war ja auch ein mega Ding. Wir haben es dann noch bei Magenta logischerweise auf meinem Handy verfolgt, auf dem Weg zur Bahn, als wir in Mannheim verlassen haben und haben das Ende noch mitbekommen, natürlich auch das Penaltyschießen. Da war auch brutal viel drin und natürlich erstmal volle Hütte in Köln. Die haben Wochenende Europarekord aufgestellt. Jetzt hatten sie ja wieder über 18.000. Also das ist schon mal ein mega Auftakt für die Haie, rein emotional, auch wenn sie das vielleicht wichtigste Spiel von diesen Vieren jetzt dann doch verloren haben, nachdem sie aber in München zum Beispiel geglänzt haben mit einem überragenden Sieg, muss man sagen. Ja. Aber sie haben ja trotzdem gepunktet. Das stimmt, sie haben trotzdem gepunktet. Waren aber 3-1 vorn. Wir schauen mal auf die Penalties, oder? Schauen wir uns mal an. Es wurde viel Penalty geschossen da gestern im Derby. Insgesamt 16 Stück, bis die Entscheidung gefallen war. Ja, Justin Schütz, unter anderem einen, der hatte die Chance, alles klar zu machen. Ja. Gegen Henrik Haukeland. Sind übrigens ja, wer es noch nie mitbekommen hat, heute jetzt dann zum Derby auch unsere beiden Gäste. Ja, und dann kam Kevin Clark mit dem insgesamt 8. für die Düsseldorfer EG, nachdem Thorsten Ankert zuvor vergeben hat. Was ich nicht verstanden habe. Das wäre so cool gewesen, finde ich, wenn Thorsten Ankert ein Penalty da geschossen und verwandelt hätte. Kevin Clark war insgesamt, müssen wir oder dürfen wir dann auch sagen, der einzige Schütze, der getroffen hat. Pankowski, den einen, und Louis-Marc Aubry, Henrik Haukeland, hat alle Penalties der Haie gehalten. Also, erster Sieg in dieser Saison für die DG. Der Derby-Held auf Düsseldorfer Seite, auch später dann noch bei uns hier im Interview. Ja. Aber jetzt mal zu dem Mann, der auch die Chance hatte natürlich, vielleicht ein Derby-Held zu werden. Ja, der ist schon da. Bin mir sicher, er ist schon da. Erstes Saisontor der Haie in diesem Jahr geschossen. So ist es. Und deshalb schade, dass der Penalty nicht reinging. Aber ich glaube, kein dramatischer Grund, traurig zu sein. Sag der Düsseldorfer. Ja, habe ich jetzt. Was outest du mich denn hier? Ich bin da völlig neutral. Weiß ja jeder, du aus Düsseldorf. Ja, das stimmt. Aber ja. Ich habe Karneval in Köln gefeiert. So, jetzt ist die Sache wieder gerade gerückt. Also erstmal weg von unseren Themen hier und zum wichtigsten Mann heute Abend, zumindest unser erster Gast, Justin Schütz ist da. Erstmal grüß dich. Schön, dass du da bist. Servus, hi. Hi, Justin. Justin, du hast uns bestimmt schon hier verfolgt, einige Minuten, und gehört, was wir rund ums Derby gesagt haben. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, was du zu sagen hast. Gib uns nochmal so ein Update. Wie hast du es erlebt? Ihr hattet einen überragenden Start. Ich habe es gerade schon gesagt, toller Sieg unter anderem in München beim Titelverteidiger. Was sagst du? Erstes Derby für Justin. Dann noch das Tor. Wie hast du das Derby, das erste 18.000 in der Lanxess Arena oder ein paar mehr, so grundsätzlich erlebt? Ja, natürlich wird vorm Spiel oder vor dem Spiel schon viel darüber geredet, aber man hat natürlich auch schon viel darüber gehört in den vorigen Jahren. Mhm. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Kulisse war überragend. Natürlich dann ein bisschen schade, dass wir das Spiel verloren haben, aber wie ich schon gesagt habe, jetzt die drei Spiele davor waren gut. Klar willst du dann zu Hause vor allem das Derby gewinnen, aber es sind noch drei Derbys zu spielen auch. Justin, Derby hin oder her, du bist relativ neu in Köln. Du bist von München nach der Meisterschaft jetzt nach Köln gewechselt. Erste Frage, warum? Zweite Frage, wie ist es in Köln? Was war die Herausforderung für dich in Köln? Wie hast du dich eingelebt und in der Mannschaft zurechtgefunden? Und 5 Fragen. Ja, in einer verpackt, das musst du erst mal können. Ja, warum? Also ich glaube, ich wollte einfach mal ein bisschen raus aus dem gewohnten Umfeld, vielleicht ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, auch einfach eine neue Rolle annehmen. Also ich glaube, in München wäre ich jetzt
dieses Jahr wäre es vielleicht noch schwieriger für mich geworden, einfach aufgrund der U23-Regel. Ich bin jetzt dieses Jahr nicht mehr da drin. München hat einfach immer den, wahrscheinlich mit dem besten Kader der Liga und da wäre es, glaube ich, für mich dieses Jahr auch wieder schwer geworden. Und da war ich halt umso froh, also bin ich natürlich sehr froh, dass ich jetzt in Köln so eine Rolle bekomme, die ich gerade habe. Das habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Ja, aber natürlich habe ich ja aus der letzten Saison viel Selbstvertrauen mitnehmen können, vor allem mit den Playoffs und der WM. Da war es natürlich auch dieses Jahr ist ein bisschen einfacher gewesen, mich einzufinden, einfach ich kenne ein paar Jungs schon aus den Nationalmannschaften und den ganzen Sommer hier verbracht. Ich bin direkt nach der WM eigentlich noch, bin ich kurz in Urlaub geflogen mit ein paar Freunden und dann hier direkt nach Köln gekommen. Ich war, glaube ich, nur vielleicht 2 Tage im Sommer mal in Kassel bei der Familie. Mhm. Ja, wollte halt einfach in Köln sein, den Sommer hier verbringen, schon viel trainieren und ja, so, da war es relativ einfach. Weil du das gerade gesagt hast, also ist es wirklich so, zum einen macht es einen Sportler logischerweise selbstbewusster, wenn man Erfolge feiern kann. Du hast den Titel angesprochen, die Silbermedaille angesprochen. Merkt man das auch in der Wahrnehmung von den anderen Spielern in Bezug auf dich? Also, dass du das Gefühl hast, hey, ich bin ein besserer Spieler, ich komme jetzt hier nach Köln und jetzt machen wir mal hier Rock'n'Roll. Aber dass es vielleicht von den anderen auch ein bisschen anders wahrgenommen wird und dann natürlich auch vom Trainer. Und du hast ja jetzt eine herausragende Rolle und auch bisher gespielt, vor allem in der Reihe. Ja, ich glaube einfach... Klar sehen die Jungs, dass ich bei der WM dabei war oder auch die Meisterschaft geholt habe. Ich habe von mir selber gesagt, ich finde mein Jahr in München war jetzt auch nicht, das, ich finde, ich habe jetzt nicht ein überragendes Jahr gehabt, ehrlich gesagt. Also vielleicht ab Januar, Februar habe ich bessere Leistungen gehabt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mit zur WM fahre. Das kam für mich auch ein bisschen plötzlich und überraschend. Und ja, aber natürlich dann eigentlich auch bei der WM eine gute Reihe gehabt, gute Rolle gehabt. Und dann nimmst du natürlich das Selbstvertrauen, musst du davon einfach aufsaugen und mitnehmen. Und ich glaube, so sehe mich dann vielleicht auch die Jungs, die ich halt den Meistertitel geholt habe und auch bei der WM dabei war. Aber ja, wie gesagt, Selbstvertrauen aufsaugen und dann einfach das mitnehmen. Und ich glaube, bisher mache ich das ganz gut. Sag mal, Justin, Selbstvertrauen holt man sich als Stürmer natürlich auch durch die Tore. Wir haben ja ganz gute Quellen und letztes Jahr hast du schon immer wieder so ein paar, vor allem Alleingänge vergeben, ohne dich zu dissen oder irgendwas. Aber... Kann das sein, dass Danny aus den Birken da mal ein Wort mit dir gesprochen hat? Der hat mir irgendwann mal erzählt, hey, weißt du, der Justin, der will immer nur durch die Beine, der will immer Five-Hole schießen. Und da habe ich ihm gesagt, hey, du kannst auch mal was anderes probieren, so über der Fanghand oder so, das ist gar nicht so schlecht. Hast du da was angenommen vom Torhüter? Ja, ja, das stimmt schon. Also ich glaube, wenn ich Zeit habe zum Nachdenken, dann gehe ich irgendwie immer durch die Beine. Ich weiß gar nicht, warum das kommt. Ja, aber der Danny hat mir da das öfter mal gesagt, das soll ich vielleicht nicht mehr machen, weil ich glaube, irgendwann weiß ich, das ist auch die Torhüter. Ich meine, ich glaube, in den letzten 2 Jahren weiß ich gar nicht, wie viele Alleingänge ich hatte und ich bin gefühlt 80% durch die Beine versucht. Ich habe 2 Tore gemacht oder so, also ja, ich glaube, irgendwann wissen es auch die Torhüter. Aber tatsächlich, mein Tor dieses Jahr war auch durch die Beine beim Alleingang, also irgendwie hat es ja dann doch funktioniert wieder. Ja, warum auch nicht? Wenn man es sich zutraut, ne? Just do it. Ja, wenn du das kannst, dann absolut. Ist das super. Genau, weil du eben ja auch von Basti gefragt wurdest, eingelebt rund um Kölle. Ist ja auch nochmal so ein Punkt, wenn man sein Umfeld verlässt. Du hast es ja gerade gesagt, du warst fast 10 Jahre, glaube ich, im südlichen Bereich der Republik. Jetzt bist du mal wieder so ein bisschen in der Mitte angekommen, in NRW. In Köln eingelebt. Bist du ein City-Kind? Also wohnst du in der Stadt oder wo müssen wir dich verorten? Also Hausnummer brauchst du nicht raushauen. Ja, ich glaube, also hier, die Wohnung ist schon relativ stadtnah, würde ich sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war den ganzen Sommer hier. Das Wetter war ja eigentlich auch größtenteils gut. Wir waren fast jeden Tag im Sommertraining, nach dem Training mit den Jungs irgendwo unterwegs, essen, Kaffee trinken. Aber ich finde es auch wichtig irgendwo, wenn du als junger Spieler im Sommer schon da bist, einfach die Zeit mitnehmen, dich in der Stadt einzuleben und mit den Jungs einfach viel unternehmen. Das ja, war ein super Sommer, muss ich sagen. Ja, und ab dem 11.11. geht es dann nochmal richtig los. Freut sich ja auch schon einer. Justin, wir haben gestern schon über unser Gespräch heute diskutiert mit dem Selschach. Und der Selschach sagt, komm, lass uns den Justin doch mal fragen, wie das eigentlich ist jetzt in der Lanxess Arena. Dreimal hintereinander ausverkauft. Natürlich spielst du immer in stimmungsvollen Stadien und spielst jetzt schon lang in der DEL, wo ja überall eigentlich immer cool was los ist. Aber ist es was anderes, vor so einem Publikum, vor 18.600, als Heimspieler dann noch einzulaufen?
Ja, ich muss sagen, ich finde dieses Ganze drumherum einfach so, weiß ich nicht. Also ich mit dem Intro und der Hymne davor, ich bin immer relativ früh schon aus der Kabine raus, wenn nachdem die Ansprache gemacht ist. Und lass so ein bisschen auf mich einwirken. Ich krieg da jetzt bei den drei Spielen bisher immer Gänsehaut einfach bei der Hymne schon, dann auch beim Intro. Und es ist einfach, ja, die Stimmung ist, wie habt ihr schon gesagt, überall überragend. Aber wenn du da in so ein Riesenstadion einläufst und das sind deine Fans, die dir zujubeln, so 18.500, das ist einfach schon ein bisschen surreal auch. Da merkt man immer halt auch, wie viel Eishockeykultur in dieser Stadt verankert ist, ne? Definitiv. Und gerade jetzt, wenn die Euphorie schon so ein bisschen abhebt, kriegst du das auch schon so ein bisschen mit, diesen rheinischen Wahnsinn, dreimal gewinnen, direkt deutscher Meister und dann vielleicht verlieren und jetzt ist wieder alles zu Tode betrübt. Das ist halt eine ganz besondere Mentalität. Ich weiß, wovon ich rede. Aber das macht es auch irgendwie total spannend und spaßig. Der Klassiker, weil's so emotional ist natürlich auch, wie war es denn heute beim Bäcker nach dem Derby in der Früh? Ja, stimmt. Genau. Nee, aber das ist ja etwas, kannst du dich mit der, ich sag mal, besonderen Mentalität auch so im Rheinland durchaus anfreunden? Das gehört irgendwie auch jetzt so zum kölschen Eishockey gut dazu. Deshalb spielt man ja unter anderem auch Kölsche Jung als Torhymne. Ja, also natürlich, ich glaube, selbst beim ersten Spiel gegen Nürnberg haben die Fans schon irgendwas mit deutscher Meister gesungen, glaube ich. Ist auch, ich meine, das ist ja auch, ich glaube, Köln, wie lange waren wir jetzt auf der deutschen Meister? 20 Jahre, glaube ich. Mhm. Ja, und Köln ist für mich ja auch eigentlich so, ich bin groß geworden mit Köln, das ist eigentlich immer ein Top-Team gewesen und ich verstehe das ja, hier jeder Sehnsucht auf eine Meisterschaft hat und ich glaube, dieses Jahr haben wir ein sehr gutes Team, aber ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass eine Meisterschaft nicht, holst du mal nicht eben so, wenn du ein gutes Team hast, sondern es ist eine sehr lange Saison und du musst größtenteils verletzungsfrei bleiben etc. und ja, aber natürlich so eine Euphorie ist hier, das merkt man brutal. Vor allem nach dem München-Spiel, ich glaube, da haben wahrscheinlich alle gedacht, wir werden es wirklich dieses Jahr, aber natürlich, dann spielst du Sonntag zu Hause im Derby, verlierst gegen Düsseldorf, die nach drei Spielen keine Punkte hatten, aber wie gesagt, es ist der vierte Spieltag und eine Saison hat mit den Playoffs über 70, also ist noch nichts entschieden. Long way to go, absolut. Ich würde natürlich gerne noch mal einmal auf die Thematik eingehen, dass du ja ein Spieler bist, der jetzt unter einem sehr besonderen Coach gearbeitet hat mit Don Jackson und eben auch Meister geworden bist unter Don Jackson. Jetzt bist du bei einer weiteren sehr, sehr großen Figur des deutschen Eishockeys mit Uwe Krupp. Unterscheidet sich das schon irgendwie oder wie ist dein Eindruck? Ist das auch wichtig für dich? Ist das etwas, wo du gerne mitarbeitest, weil du natürlich dann auch schon weißt, pass auf, das ist durchaus eine Respektsperson, mit der ich da gerade spiele, einfach qua Vita? Ja, erstmal Don Jackson. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Also Don war wahrscheinlich der beste Trainer in Deutschland, den es bisher gab. Ja, vielleicht der einzige Unterschied, also der Unterschied, den ich jetzt bisher mit Uwe habe, so Uwe redet sehr, sehr viel mit jedem, in der Kabine sehr gute Ansprache. Ich glaube, Don war immer ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, hat sehr viel die Jungs machen lassen. Ja, aber natürlich ist es einfach was Besonderes unter solchen zwei großen Personen, Persönlichkeiten einfach zu spielen unter denen. Bevor wir jetzt gleich fertig sind mit dir, Justin, muss ich natürlich noch mal von vorhin aufrollen, die Diskussion, dass Justin ja nur durch die Beine schießen würde und das ja nicht so gut wäre. Ich habe jetzt ein Tor aus diesem Jahr gefunden und lasse es mal kurz spielen, wo das durch die Beine sehr gut funktioniert hat, nämlich bei der WM gegen die USA. Dann würde ich behaupten, ich glaube, wenn man so ein Tor schießt, dann darf man auch weiterhin durch die Beine schießen. Ja, da darf man auch Silber mit nach Hause nehmen. Das ist auch richtig. Klappt ja bei der Nationalmannschaft, klappt in diesem Jahr in Köln auch. Also es geht ja. Komm, wir gehen kurz. Nicht immer, also, aber oft. Never change a winning system, heißt es schön, ist oder? Ist mir jetzt egal. Wir gehen kurz in die Overtime, auch wenn wir eigentlich eine festgelegte Länge haben. Aber ganz kurz, Justin, Schnellfragerunde. Wo ist die Silbermedaille? Hier neben mir im Wohnzimmer. Hängt neben dir. Zeig mal schnell. Dreh doch mal schnell. Ist das jetzt Pflicht? Ja, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt sagen wir mal. Eingerahmtes Trikot mit Unterschriften, plus Silbermedaille und da noch die Goldmedaille aus, von München mit so einem kleinen Bild, was ich da in der Meisterfeier bekommen habe. Stark. Und die letzte Frage, die ich habe, und jetzt verraten wir sowieso deine Hausnummer nicht, gerade wenn da das Silbergeschirr hängt, aber weil ich eben so ein bisschen Thema Fights, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, kurzes Statement abgegeben habe. Wie stehst du dazu? Ist das für dich okay, part of the game, weil du bist einfach born and raised mit der Geschichte? Ich finde schon, dass es irgendwo dazugehört. Mhm. Klar kann man drüber streiten, ob es noch sein muss, aber
ich finde, wenn beide Spieler damit im Reinen sind, sich boxen zu müssen, dann finde ich, können sie das machen. Also wenn man da mit gutem Gewissen danach rausgehen kann und beide fair miteinander umgeht, dann finde ich das okay. Justin, dann danke, ist angekommen. Danke für deine Zeit. Auch wenn ich natürlich heute, und das hat nichts mit meiner Geburtsstadt zu tun, in dem Fall sage ich ausnahmsweise Tschüss und Hellau. Weil Alaaf ist ja, geht jetzt nicht, weil ihr habt es nicht gewonnen. Nein, das ist nur die kleine Gemeinheit hier von uns in einer durchaus manchmal lustigen Sendung. Danke für deine Zeit. Alles Gute für die Saison. Habt weiterhin Spaß in Köln. Ich glaube, das tut der ganzen Liga sowieso gut, wenn der KLC durchaus performt. Danke, Justin. Danke, Justin. Bis Justin, danke, ciao. Danke, ciao. Ciao. So, was natürlich auch zu so einem Derby dazugehört, sind immer so Special-Aktionen, unter anderem. Die Düsseldorfer EG ist ja sehr, sehr kreativ, aber auch die Kölner Haie haben was Besonderes gemacht. Treffpunkt Kölner Dom und dann ab zum Stadion. Ist eine coole Tour. Zwei über Kilometer die Brücke drüber. Genau. Und Sonnenbrücke. Ja. Genau, über die Brücke drüber und dann bist du eigentlich relativ zügig am Stadion. Da, auch sowas macht schon Eindruck und zeigt halt auch schon Wahnsinns-Euphorie für die Stadt, für den Club, für so ein Derby. Das coole ist, Aktion. Ja, finde ich auch. Ja. Und hat natürlich vor allem eben auch dann nach wie vor etwas, was die Brisanz so ein bisschen steigert in allen Bereichen rund um dieses Derby. Weil man fragt sich ja immer, wie oft haben sie jetzt gespielt? Ganz 240 Mal. Ja. 240 Derbys jetzt gespielt. Und das Coole finde ich, ich meine 240 Spiele zwischen den beiden. Die einen haben 114 Siege, die DEG. Mhm. Die Haie haben 115 Siege und 11 Mal gab es ein Unentschieden. Also, weißt du, knapper und enger geht es ja insgesamt eigentlich nicht. Ist auch super. Ja, das ist super. Genauso sollte es ja auch sein. Und ich finde ja auch, es ist für mich das, also gut, ich bin natürlich auch mehr Eishockey als alle anderen Sportarten, aber für mich ist es das Derby des deutschen Sports. Okay, dann lassen wir das so stehen und kümmern uns um einen Mann, der ja nochmal ein bisschen Tränen in den Augen hatte, denn es gab ja am Wochenende auch gegen die Düsseldorfer EG mit einer besonderen Bewandtnis. Natürlich, du stellst das Bild schon auf, weil von ihm haben wir ja hier in unseren Räumlichkeiten ein Foto aufgestellt von Patrick Reimer. Wir haben das überall, wir hatten das ja auch in der Konferenz, wir haben den immer dabei, den Reimi. Ja. Weil die 17 wurde jetzt nochmal offiziell verabschiedet, weil die Bannerzeremonie, das Trikot wurde unter das Hallendach gezogen. Ja. Das war nochmal eine sehr besondere und ich glaube auch sehr emotionale Aktion. Und vor allem hätten wir sie gerne in Originallänge gezeigt, aber das würde den Rahmen das sprengen. Das würde den epischen Rahmen sprengen. Aber wir haben noch ein paar Bilder, oder, Mikey? Ja, ich habe noch ein paar Bilder dazu. Patrick Reimers Nummer 17 wird in Nürnberg dabei. Nicht mehr vergeben. Legende der Stadt, Legende des Sports, Legende auch des Clubs. Und das wurde schon gut zelebriert, finde ich, in Nürnberg. Das ist cool gemacht. Ganze Family war da. Ja, ganze Family war da. Bruder, der Joker, ist extra aus USA gekommen. Der lebt da jetzt mittlerweile dort, war auch da. Auch klasse Choreo von den Fans, die sehen wir. Ja, die Choreo von den Fans. Also, das ist schon mehr als emotional. Da sitzt er auch hier so ein bisschen, finde ich immer noch, auch wenn man das sieht. Und ich hatte auch das allerletzte Spiel von Patrick, muss ich auch sagen, zum Glück. Mhm. Nicht, dass Nürnberg das verloren hat, aber ich bin im Nachhinein sehr froh, das letzte Spiel von Patrick gehabt zu haben, weil ich kenne ihn ja auch schon ewig. Wir sind eigentlich örtlich 20 Kilometer auseinander, wo unsere Heimatorte herkommen. Also man kennt sich schon immer. Und das ist schon der größte der DL für mich. Ja, und weil DL, er dann eben nebst der Tatsache, dass er ein überragender Eishockeyspieler war, über so viele Jahre eben eine coole Type ist, wo jeder auch sagt, geiler Junge, dem gönne ich das alles, die große Karriere und sie hätten ihm auch alle einen Titel gegönnt, aber ist er jetzt auch schon Makulatur, weil er hat aufgehört, hat aber eben auch nochmal ein tolles Farewell gehabt, finde ich, weil man hat in Nürnberg eben auch darauf geachtet, zunächst, dass man ja eben das auch in dem Spiel gegen Düsseldorf macht, wo er eigentlich die erste Hälfte seiner Karriere in der DL verbracht hat. Nur für die zwei Clubs gespielt. Und dann eben 11 Jahre in Nürnberg. Also das ist ja auch etwas, was für diesen Typ spricht, so vereinstreu zu sein, diese Bodenständigkeit. Und das kam eben auch raus, dass die Düsseldorfer EG auch das finde ich auch eine, das finde ich auch eine super Aktion. Hier ist das Trikot, das Warm-up-Trikot, das es gab. Und das ist ja das Geile, wie du es auch sagst, beide Mannschaften getragen haben, also die DEG und Nürnberg. Wir haben uns eins ergattern können, super netterweise. Also es ist top, alles aufgenäht, nichts aufgedruckt, sondern
plus Original-Autogramm von Patrick Reimer. So sieht es hinten aus. So sieht es von vorne aus. Und hat so ein paar kleine, echt coole Gimmicks. Hier zum Beispiel das Logo der Ice Tigers. Hier unten das Logo des ESV Kaufbeuren. Hier das Trikot seines, das Logo seines ersten Vereins, EV Bad Wörishofen, und der DEG. Also er hat insgesamt nur für 4 Clubs in seiner ganzen Karriere gespielt. Und die sind da alle mit drauf. Also das ist echt. Ich meine, das ist Sports Memorabilia vom Allerfeinsten. Limitierte Auflage. Mhm. Und das gibt's eigentlich, schätze ich jetzt mal, nur noch bei uns, oder? Ich gehe stark von aus. Und das gibt es zu gewinnen. Und das gibt es zu gewinnen für euch. Und so, wie kann man es gewinnen, Basti? Jetzt pass auf. Kannst du wie kann man es gewinnen? Erinnern? Ja, ihr müsst natürlich noch ein bisschen dranbleiben. Denn wir werden ein Wort festlegen. Mhm. Wenn dieses Wort hier im weiteren Verlauf dieser Sendung fällt, dann müsst ihr so schnell wie möglich in die YouTube-Kommentarleiste die Anzahl an Toren, die Patrick Reimer in der deutschen Eishockeyliga geschossen hat, ganz schnell einfach posten. Ja. Das Codewort dafür lautet Mindelheim. Ab jetzt. Das ist der nicht Heimatort von Patrick. Genau. Nicht genau. Hoffenheim oder Eidenheim, sondern genau. Das ja. andere Heim. Genau. Ja, ja. Das dürfen jetzt nicht, also nein. Wenn wir das nee. Wort nennen, dann müsst ihr in die Kommentarleiste genau. schreiben. Das kann auch einfach mal so ganz en passant passieren. Ne? Ich muss jetzt noch schnell wegen nach der Kirchheim. Windelheim, aber das war es jetzt nicht. Ich muss wegen der Windelheim. Ja, die muss ich noch kaufen. Genau. Also das ist jetzt was anderes. Ja. Ne? Gut. Also, passt ein bisschen auf und dann wird einer von uns das wir machen das auch nur, um euch hier dran lassen. Zu halten, falls euch langweilig ist. Aber weil Patrick Reimer natürlich so eine große Persönlichkeit der Liga war, vergeben wir jetzt den Reimer der Woche. Immer den Reimer der Woche. Den Reimer der Woche gibt es jetzt immer. Es gibt ja. den Reimer der Woche für besondere Sportsman-like Performance. Jetzt machen die den Ton nicht auf. Jetzt, wenn ich mal Nippel drücken will hier. Habt ihr auf den Ton? Darf ich nochmal? Ja, darfst nochmal. Danke für die Unterstützung, Männer und Mädels. So ist es nämlich. Also der Reimer der Woche geht in der Ausgabe 2 der Eishockey-Show an einen Mann, der einfach eine besondere Hingabe, hast du vorhin gesagt, zum Sport bzw. zu seiner Mannschaft gezeigt hat, nämlich Sven Popp. Ja, der ist eiskalt mit dem Fahrrad aus Bremerhaven bis nach Straubing gefahren zum ersten Spiel der Pinguins. Das ist... kann man mal machen. Und dementsprechend für die fast, glaube ich, 800 Kilometer waren es am Ende, bekommt der Sven heute den Reimer der Woche ja. und natürlich auch noch was, damit er demnächst auch wieder ein paar Kilometer auf seinem Fahrrad absolvieren genau. kann, aber vorher noch ein bisschen Lektüre. Schöne Pausenlektüre sozusagen ja, genau. auf der Tour. Das ist das Magazin, was es jetzt, glaube ich, beim Spiel von, genau. Von Nürnberg gegen Düsseldorf gab, also sozusagen das Abschiedsmagazin genau, Abschieds. Von Patrick Reimer mit Original. Mit Original Unterschrift drauf und allem, was man wissen muss um Patrick Reimer. Es ist eine schöne Lektüre und die geht an Sven Popp. Dann sagen wir Glückwunsch, Sven, und der Nächste kommt bestimmt. Jetzt kommt auch der Nächste und zwar bestimmt in diese Sendung, denn wir haben eben mit Justin Schütz gesprochen, rund um das Derby Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Aber wir haben die ganz kurz, ja, darf bitte. Ich noch einhaken? Ihr müsst noch nicht jetzt Nein. die Anzahl von Toren schreiben von Patrick Reimer. Es zählt erst, wenn dieses Wort fällt. Ja, so ist es. Im weiteren Verlauf der Sendung. So. Also alles, was jetzt da reinkommt, zählt noch nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, der keinen hinten reingelassen hat. Kein Penalty. Da wollte er nicht mehr. Da ja. hat er zugemacht hinten und ist natürlich deshalb ohne Frage ein Derby-Held der Düsseldorfer EG beim ersten Derby dieses Jahr. Und deshalb sagen wir herzlich willkommen, Henrik Haukeland. Welcome. Great to have you on the show. Thank you. Good to be here. Henrik, we're very privileged to have a chat with you. Because usually goalies don't talk that much. Now we have a big talk. But first of all, because we talked to Justin from the Kölner Haie before, what kind of experience was it being a derby hero and, of course, in a very special atmosphere at the Lanxess Arena? No, it was good. We like you said, great crowd. We played a good game. I thought we both like good ice hockey game. From both teams, two good teams, and we were both good and lucky to get to
be able to go away with the win. So it was very nice, and I think we had a tough start, so we needed just some good feeling and positive vibes in the group, and we got that on Sunday. So really, really happy to get the win there. Henrik, because our Norwegian is pretty bad, but we used a computer. Mikey, you know, pull it off, because we have a special question for Henrik. Exactly. I hope the translation is right. I don't know, but here it is. Herr Haukeland, det hyggelig at du med på ishockeyshowet. Vet du faktisk at du nå like kjent i Düsseldorf som Toten Hosen? So how bad was it? How bad was Norwegian? Did you understand anything? No, it was good. It was good. It was Toten Hosen. I liked it. That's the band, right? Yeah, right, yeah, exactly. The most famous band in Düsseldorf. Yeah. Besides Kraftwerk. Yeah. No, I think I have a couple. I don't think I'm quite there yet, but. Yeah, it's a good question. I think, yeah, like I said, I'm not there yet, so I try to do my best and work hard, so we'll see what happens. You need one more derby win, yes. Yeah. Henrik, besides the derby, there's a lot of news around you, around the Düsseldorf EG in the last week, because you signed a new contract. And before we talk about that, we want to hear how that happened. I think that was a special atmosphere. It was a special announcement, wasn't it? Yeah, it was great. I was more nervous for the announcement than the game. So I was kind of very happy it was public. I known it for quite a while, so I'm very proud to be able to sign for such a long year, and I'm really happy it's here in Düsseldorf. So just have to say thank you to Mr. Mont and everybody who gave me the chance here. So yeah. And we want to hear and see how it happened. Zeig nochmal, Mikey, wie das gefeiert wurde. Spannungsbogen. Bei uns bleibt für 6 Jahre. Man könnte meinen, sie sind deutscher Meister geworden. Und hier fliegt das Konfetti in der Westkurve. So it was sad here, Henrik. The fans were like as if Düsseldorf would have won the German championship. But in my opinion, it was so cool. After 6 years, everybody was, wow, ooh. And then everybody was just fanatic when they said your name. I mean, yeah, was, 6 years. Six years. Very... That's not a common contract in the DL or in hockey at all. No, I think it's pretty special in the DL to be able to sign that long, and yeah, I'm very happy. It was a great atmosphere to be there. Like, we have great fans, great city. Our team is really good this year. I'm like I said, very, very happy that I can sign this deal, and hopefully we can bring great success to Düsseldorf right from the start here. Yeah, Henrik, but why did you do it in the first place? Because before in your career you stayed no longer than, let's say, 2 or 3 years at a certain club. I mean, it's a career, it's sometimes long, and sometimes things changes quickly in sports, but why now? I mean, is it also because you wanted some, let's say, consistency in your life? What's the reason, the main reason for it? Like, the main reason is that like you said, I've been around quite some time. I've been to to Sweden. I've been to Finland, and I wanted like some security, and I also wanted to be in a team that can win and compete. And also was important for me to have a good role here in the team, and I have that, and. I really like it here, and I saw no reason to not sign for
for a longer period of time here. Is it also with that contract, is that a big responsibility you have, you feel, or maybe you want? I don't feel any different, like pressure-wise. I always put much pressure on myself, even though I have, if I have a contract there, or if I have 3 years left on my deal, I always want to be the best player on the ice, and I always want to help my team to be the difference in the games and help my team win. So like nothing changes in that regard. And but of course, I want to give back to the management who gave me the deal. Of course, I want to make sure that they got value for their money, and I hope I will try my best, and we will compete very hard here. Henrik, let's talk about idols. You're number 40. I read that you wear it because of a Finnish goaltender who was at your hometown club, Sternen. Is that right? That's right, yeah. His name was Kimmo Kytälaksu. So was my childhood idol when I was growing up, and that's why I wear number 40. And the number 40 developed to a great player worldwide, but of course now in the DL. But on the other hand, we ask ourselves, I mean, we know that in Norway, you guys have a pretty good team, because usually we sometimes meet with the German Hockey Federation against Norway at the Worlds, for example. But on the other hand, what's the status quo about hockey in Norway at the moment? I mean, how big is it? Can you tell us a little bit about your background and how you got to get going in hockey first place? I started playing when I was 5 or 6. My dad took me to a practice, and I loved it from the very beginning. I was player until I was maybe 14, and then I switched to goalie full time. And hockey is not the biggest sport in Norway. It's football and skiing, of course. Hockey and handball is pretty big in Norway, so hockey is not the biggest sport. But for us, it was kind of like we're from a sports family. Everybody likes to do sports, and I wanted to try and see how far I can go, and my parents support me all the way, and I'm very, very happy for that. So yeah, it was nice. You're also a big part of the Norwegian national team, but there's a lot of problems right now in Norway. They cancelled all the national team games and stuff like that. Do you know any further things? Yeah, at the moment we are bankrupt. So I hope we can cut some expenses there. I don't know what happened. It's I would say over my head what's going on there, but they made some changes, and hopefully we can start playing national tournament in after the new year. So but it was a big problem for them how they managed the money. The sponsoring wasn't that good anymore, and they didn't put enough effort into it. If we compare, for example, to Germany, who has been taking like tremendous steps. I remember 10 years ago, Norway beat Germany 12-4 in the World Championship. Oh, we've been there at this game. Yeah. You shouldn't have mentioned that. Thanks a lot. You shouldn't have mentioned that, man. That's not polite. Come on, man. I know. I just wanted to give a little bit back. No, and then now 10 years later, like Germany is, they're always in the playoffs. They quarterfinals, semifinals. They were close to winning it this year. So, like how Germany has done their league, how Germany has done their national team is such. I Norway can just look up to that and try to copy that, because that's that Germany has done a really, really good job of that. Yeah, because you mentioned that 12-4, I just want to remind you of a game, I think in 2021, it was at the Worlds in the group stage, Germany beat Norway 5-1, and who was that goalie in the Norwegian team? I can't really remember. No. Can you? I didn't play that game. Well, now we got it back to you. Yeah, just kidding. Just kidding. But getting back real quick to the game, because
I mean, you played the hell of a game, of course, in that derby against Cologne with a lot of saves. It felt like you were in the zone, especially when it came to the penalties. But what is maybe possible with a team like Düsseldorf? You had a pretty bad, let's say, rough start. You had some injuries. Now you got a new player we have to talk about later. Kenny Agostini. What do you think is possible for Düsseldorf in the long run in this season? We can go as far as we want. We want to be a top team in this league. We want to compete for a championship, and we have all the ingredients to do so. We have been, I think, really unlucky in these games not to get any points. I think the Nuremberg game was a bad game for us. We didn't deserve to win there, but the other two games, I thought we were better than both Munich and Berlin. And mm-hmm. So and the league is really tight this year. I think there's, you know, 6, 7, 8 teams who has a chance to win this year. Of course, you have to say about injuries, who's going to stay healthy this year. But, I mean, it's a really open league, a lot of good players, a lot of good teams. And I think, the league is growing. The fans are coming more to the games, and it's just a good time to be playing in DL right now. Mm. Staying healthy is a good hint. I think you're sitting outside, correct? Is it? That is correct. The Wi-Fi in the building broke down, so we don't have any service there. So I'm in the back of my neighborhood here, so hopefully I won't get mugged or something. Are you allowed to get back in? Yeah. Afterwards? I don't know. Let's see. Mikey, you got one more? Yeah, just a quick one to say goodbye. Of course, I used the translator again. Mm-hmm. Sasha and Basti don't know what I typed, so I will play it for you, and hopefully you understand it, and afterwards these guys have to guess what was said. Takk for at du der. Lykke til med resten av sesongen. That was great. I know what it meant. It meant you're a goalie, so are you superstitious? Not very superstitious. I have some things that I don't do and don't do, but I'm not like there's a lot of guys who are more superstitious than me in the team. I think you play with Filip Gogola on one team, is that right? Yeah, it's, I think he has done the same warm up now for 20 years. So we love Googie. He's old school to say that. I know. So, Henrik, then thanks a lot. I would say thanks a lot. Yeah. Hope you get back in again. Yeah, me too. Let's see if the door is locked or not. Yeah, and the main thing is that you keep Düsseldorf's goal locked. That's more important, I guess. But thanks for being part of the show, and see you on the ice. See you soon. Thanks, Henrik. And ciao. Also, thank you. Bye-bye. I said thanks for being here, and good luck for the rest of the season. Ah, okay. That was. So we got that. Yeah. Bye-bye. Bye. Take care. Thank you. Ciao. Ja, müssen wir noch kurz ein bisschen zusammenfassen, weil der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht nicht ganz in der Lage ist, da auch alles immer zu verfolgen bei unserem unglaublichen Englisch, das wir da wieder rausgehauen haben, dieses Schulenglisch, das ist phänomenal. Viele, viele Jahre gearbeitet, viele Vokabeln gelernt, über viele Jahre. Viele Interviews geführt. Immer am Rücksitz vom Auto, auf dem Weg zum Training, nichts behalten und trotzdem einigermaßen parliert. Aber Scherz beiseite, ist ja wichtig, was er gesagt hat, nicht was wir gefragt haben. Also erstmal hat er es ja auch nochmal eingeordnet, dass er natürlich schon auch sehr, das eine sehr besondere Atmosphäre fand, dass er auch stolz ist, bei so einem Derby da durchaus einen wichtigen Part gespielt zu haben. Er ist noch nicht ganz bei den Toten Hosen angekommen von der Wichtigkeit in Düsseldorf, weil wir ihm ja die Frage gestellt haben, ergeben, auf Norwegisch, 6 Jahren. Auf Norwegisch, genau. Aber er hat ja noch eine Möglichkeit und diese Frage zum 6-Jahres-Vertrag, also es kam so ein bisschen raus, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, auch weil er halt viel gereist ist, Schweden unterwegs war, in Finnland unterwegs war, es hat ein bisschen was mit Sicherheit zu tun, das hat er schon gesagt, ne? So eine Base zu haben, zu wissen, ich kriege da jetzt auch über 6 Jahre mein Geld, das ist ja auch mal ein Background für Family und so weiter und natürlich das Ganze gepaart mit den sportlichen Ansprüchen, von daher war das für ihn einfach ein guter Deal, den Düsseldorf ihm da angeboten hat oder den er auch ausverhandelt hat, es kommt immer von beiden Seiten logischerweise.
Klasse. Kennst du Verträge in der deutschen Eishockey-Liga, die in ähnlichen Dimensionen schon mal waren? Na, du willst bestimmt darauf ansprechen. Wir hatten das ja, als das rauskam, kurz mal diskutiert. Haben wir schon. Es war nur die Dani-Petter-Geschichte, die einem dann sofort einfällt, weil das genau, halt so exorbitant ist. Genau, das waren damals 10 Jahre in Krefeld. Ja. Und ich meine, ist nicht ganz dazu gekommen, aber... Ich meine, David Wolf hatte mal einen Anfangsvertrag oder so in Mannheim mit 5+2 oder sowas. Okay. Das sind so die einzigen zwei Dimensionen. Die das ist ein klares Zeichen von Haukeland für Düsseldorf. Ja, auch von Düsseldorf, für den Standort für Düsseldorf und alles, finde ich. Okay. Also, weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. Auf jeden Fall. Henrik Haukeland auf jeden Fall schon mal fett drin im Düsseldorfer Eishockey-Herz. So viel können wir sagen. Ja. Und fett drin, hoffentlich, und deshalb sind wir bei unserem nächsten Thema, ist... Du schaust mich jetzt an. Wegen Fett? Das müsst ihr untereinander klären. Ja, ich meine... Ich halte mich da raus. Warum? Da musste da einen von oben nach unten. Das ist ja unverschämt. Warum du direkt eine Breitseite vermutest? Das ist einfach die Art, wie ich spreche. Ja, I'm pissed off. Ja, okay. Dann mache ich das jetzt alleine hier bis zum Ende weiter. Wir wollen natürlich auch noch kurz, wir haben es angekündigt, über das Frauen-Eishockey sprechen und da auch über eine Person, die es an eine besondere Liga geschafft hat. Sandra Abstreiter. In die PWHL. Ja. Die erste professionelle Damenliga, die diese Saison dann auch in die Kufen kommt, drüben in Nordamerika. Und Sandra Abstreiter, da sehen wir es, ist gedraftet worden von Ottawa in Runde 12, Position 68. Steht da, weil da wurden immer, weil es ja 6 Teams in dieser Meisterschaft, dann sind immer eine Runde sind 6 Spielerinnen. Und ich bin echt gespannt, wie das läuft, wann das läuft, weil es gibt noch nicht so wirklich die Städte, es gibt keine Teamlogos, das kommt alles noch. Auf jeden Fall Glückwunsch, ja, Glückwunsch, dass sie dabei ist, unsere Torhüterin, in der Hauptstadt übrigens. Ne? Ottawa. Kannst du immer mal ein paar mit in der Geografiefrage mit Lumpen, ne? Hauptstadt Ottawa. Ich glaube allgemein ein großer Schritt auch fürs Frauen-Eishockey. Absolut, hast du vollkommen recht. Training die erste professionelle Liga. Ja, richtig. Trainingscamps sollen Mitte November beginnen. Also, in dem Fall schon mal alles Gute, aber ich denke, wir werden vielleicht noch mal irgendwann die Chance haben, auch mit ihr darüber zu quatschen. Dann, was? Ja, also. Als erste deutsche Frau im Draft. Da gehen wir Props. Absolut. Da gehen wir raus aus dem Sattel. Ganz stark. Alles Gute, Sandra. Und ja, aktuell ist ja auch schon neben der Penny DL die Damenliga losgegangen. Auch das wollen wir natürlich nicht vergessen zu erwähnen. Frauenbundesliga am Wochenende. Gab auch schon ein paar Spiele. 2, um genau zu sein. Ja. Und zweimal die gleiche Partie. Die Amsterdam Tigers gegen die Mad Dogs Mannheim. Mannheim beide Spiele gewonnen, 4-1 und 6-2. Damit aktuell natürlich klarer Tabellenführer. Die können wir uns auch noch... Ja, jetzt fragen sich noch alle wieder, jetzt fangt ihr mit Ottawa als Hauptstadt an, was macht Amsterdam da in der Liga mit dabei? Ja. Die wurden netterweise aufgenommen. Finde ich gut, weil in der Oberliga spielt ja auch Tilburg mit. Genau. Und warum nicht ein bisschen Nachbarschaftshilfe, um Eishockey insgesamt einfach zu fördern, auch in den Nachbarländern. Und in den Niederlanden ist jetzt Eishockey nicht ganz so populär, deswegen finde ich das gut, dass sie da mitspielen dürfen. Genau. Titelverteidiger? Memmingen. Richtig. Meister von haben wir noch Meisterbild von 2023, glaube ich, dabei. Genau. Eins. Die deutschen Meisterinnen zum 4. Mal 2023. Auf dem Weg zum Titel. Fragezeichen. Was sagst du? Spannende Saison wird das bestimmt. Also werden wir auch immer im Auge behalten. Und natürlich der Blick, ich drehe die Seite um, auf das Unterhaus, auf die DL2. Auch darüber müssen wir uns jetzt verlieren. Die ist natürlich gestartet. Ja. Weil da ist ja spannend, wir müssen ja immer auch einen Blick drauf werfen, haben wir ja letztes Jahr auch immer gemacht. Es wird natürlich dann, sagen wir mal, in erster Linie für die Penny DL logischerweise interessanter, wenn es in Richtung Playoffs geht. Aber man kann ja vorne schon mal drauf gucken, nachdem jetzt auch da die ersten 4 Partien absolviert wurden. Was ist denn überhaupt möglich, was uns dann auch in der Penny DL beeinflussen könnte? Nachdem es für Augsburg ja sehr knapp war, 3 Mannschaften waren letztes Jahr dabei, die aufsteigen wollen in die DL. Jetzt sind es dieses Jahr, da in 2024, 4 Mannschaften, die in die DL aufsteigen könnten. Das sind... Achso, du redest mit mir, Herr Lehrer. Bietigheim? Ja, richtig. Der Absteiger will auch wieder hoch. Krefeld? Richtig. Kassel? Ja. Dresden? Genau. Diese 4 Teams wollen aufsteigen in die Deutsche Eishockey-Liga. Hast du gut auswendig gelernt. Ja.
Ja, so sieht es da aus. Und auch da gab es ein paar Überraschungen zum Saisonstart. Krimitschau ist ziemlich souverän Tabellenführer. Mhm. 11 von 12 Punkten geholt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau. Spitzenspiel war Krefeld gegen Kassel, hat Krefeld für sich entschieden. Und da sind ja ein paar Sachen dabei. Ich meine, wir hatten das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Eishockey-Show der vergangenen Saison. Ich meine, das Comeback von Christian Ehrhoff bei den Krefeld-Pinguinen, das ist schon ein Highlight. Ja, da haben sich alle damals gewundert, warum macht er das nochmal? Da hat er sich hier erklärt, hier bei uns in die Eishockey-Show. Und es hat gekribbelt und das tut es anscheinend weiterhin, denn er ist auf dem Eis. Er ist auf dem Eis und wurde jetzt letztens auch verkabelt, die guten Cable Guys. Boah, super Start hier. Hey, Riffi. Achtung, Achtung, Achtung. Help him, help him, help him. Go, 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 go. Gut auf. Ja, weiß ich. Bin dabei. That's it. Ah. Gotta blow the zone for in there, Winger, hey? Gotta blow it. I got Trinke. Sauber, Bicke. One here, one here. Let's take Buschi. Guter Schläger, Buschi. Wir Shooter Boys. Okay. Okay, cool. Also, immer noch der Leader. Absolut. On the ice. Kann man sich übrigens auf der Homepage der Pinguine reinziehen, glaube ich. Ne? Ja. Ja, und auf YouTube auch von ihm. Sehr gut. Also, Christian Ehrhoff, back on track. Werden wir im Auge behalten, ob es für 4 Spiele reicht oder für mehr. Die DL2 hat noch mehr zu bieten. Ja, weil ein Vater-Sohn-Duell. Also, es war eine besondere Geschichte im letzten Jahr, weil es ja darum ging, Frankie Hördler, die Eisbären-Legende, er wollte unbedingt noch mal mit Erik zusammen in einem Team spielen, hat dann funktioniert und auf einmal spielt es gegeneinander. Auf einmal spielen die gegeneinander. Ja. Frank Hördler im Sommer nach Selb gewechselt und der Junior Erik gerade mit Förderlizenz von den Eisbären bei den Lausitzer Füchsen spielend. Und dann gab es echt das Familienduell. Also die lassen echt nichts aus, die Hördlers eigentlich, oder? Zusammenspielen, gegeneinander spielen, yes, im Profibereich, sensationell. Wahnsinn. Gewonnen hat der Papa, ja, den besseren Eindruck insgesamt. So hörte man, hat der Junior hinterlassen mit 1 Tor und 2 Assists in dem Spiel. Aber Papa hat schon geschrieben, er ist froh, dass er ihn nicht ausgespielt hat und in Ruhe gelassen hat. Okay. Da weiß man natürlich nicht. Die haben sich, glaube ich, nicht so oft getroffen, ja, so positionstechnisch, oder? Genau. Das kann auch sein. Aber Thema Fights? Nicht, dass die zwei vielleicht mal irgendwann. Das aber das würden die nie machen. Das klären andere. Das würden die nie machen. Nein. So, sollen wir auf die Umfrage schauen von den Fights, ja, übrigens, weil du gerade wieder dabei bist, Mikey. War ich jetzt dabei, auch, ja. Jetzt muss ich mal kurz einen Ticken suchen. Sie ist mir schon wieder abhanden gekommen. Das ist der Wahnsinn. Nichts zu noch tun hier und dann verliert er die Umfrage. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist auch. Nee, so, ich muss noch es suchen. Gab auch noch mehr in der DL2. Such mal. We call it a Klassiker. Man called it eigentlich ein Klassiker. Landshut gegen Rosenheim hat gespielt. Also Rosenheim als Aufsteiger in die DL2 jetzt auch dabei. Und dann gibt es natürlich diese Derbys wieder. Bekannt aus den 80er Jahren, natürlich noch aus Bundesliga-Zeiten. Landshut gegen Rosenheim. Zwei irre Talentschmieden des deutschen Eishockeys, die jetzt in der DL2 wieder gegeneinander spielen. Deutlicher Sieg. Ne? So, ich habe die Umfrage gefunden, ganz kurz. Cool. 80% ja, 20% nein. Also fast 80, ja. Ziemlich gut dafür. 79, ja. Mit dem 1% ist, wo ist der unter Tisch gefallen? Weiß ich enthalten. Nicht. Okay. Enthalten vielleicht. Ich dachte nur, dass du, ob das System oder du ein Mathe-Problem hast. Das ist ja jetzt die Frage. Ja. Dann würde ich eher auf mich gehen. Okay, alles klar. Ja, also Rosenheim. Ich bin da gelegentlich mal zu Gast. Haben einiges getan. Spannend zu sehen. Tolle Arena geworden. Und ja, sicherlich auch ein. Weißt du, wo es keine Arena gibt tatsächlich? Wo es keine Arena gibt. Wo es keine Arena gibt. Sondern was? In Mindelheim gibt es keine Arena. Gibt es keine Arena? Nee, gibt es keine Arena. New York, Rio, Mindelheim. Gut, dann wollen wir euch noch. Oh, das war natürlich der Hinweis. War das Basti das Schwede um hat Willen, das Gewinnspiel gestartet. Und guck mal, bam, 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 bam. Hier tickert das natürlich rein in der Kommentarleiste. Habe ich gewonnen, weil ich habe mir extra alles vorbereitet, um ganz schnell bei Mindel schon zu drücken. Ja, pass auf. Aber Basti Schwede hat natürlich mitgemacht, wird aber natürlich notariell sofort durchgeschlagen. Ja, diese also das Erste, was ich hier sehe, ist für mich Merzer 1704, weil das war nämlich die Person, die direkt nach dem Basti gedrückt hat und damit los logischerweise zweitschnellste Person ist. Ich weiß ja, warte kurz. Das wird natürlich hier auch nochmal offiziell notariell beglaubigt. Von und unserem Notar Professor Dr. Sascha Bandermann. Ja, genau. Und denkt dran, also bitte, wenn ihr gleich euch hört als Gewinner oder Gewinnerin, dann natürlich bitte einen Screenshot nochmal schicken an diese Nummer, damit wir das abgleichen können. 0175 6817 248 und dann würde das coole Patrick Reimer Aufwärmtrikot
aus dem legendären Spiel euch gehört. Wer muss das machen? Man sagt mir, Max Sommerland wäre der Gewinner. Max Sommerland. Gut, dass ich mit zwei verschiedenen Sachen hier gedrückt habe. Ja, guck mal, der war, das ist richtig. Max Sommerland mit der 394, auch die korrekte Anzahl an Toren. Ja, Max Sommerland hat 395. Ah, dann nochmal 394. Aber da hat der erste. Nee, da vorne, da vorne. Er hat mehrfach mit. Der hat immer mehrfach. Er hat immer okay. Ja, gut, das hat unsere Redaktion. Ihr habt es in der Redaktion schon abgecheckt, oder? Alles. So ist es. Gut, wir zeigen nochmal das Trikot. Das ist dein Gewinn, lieber Max. Das Warm-up-Jersey zum Abschied von Patrick Reimer mit der Originalunterschrift vom DEL. Superstar. Wenn das nicht cool ist. Das ist richtig cool. Hätte ich auch gern. Alright. So, liebe Leute. So. Das war wo das Gewinnspiel. Hin, Mikey, und jetzt geht es natürlich noch weiter mit ein paar wichtigen Hinweisen. Denn es wird ja schon unter der Woche wieder Eishockey gespielt. Ist ja nicht so, als wenn wir hier eine lange Pause gebrauchen könnten. Haha. Weiter geht's. Mittwoch. Basti. Was machst du am Mittwoch? Ich wollte dir ein Duplo raus und ich fahre nach Frankfurt mit dir. Sehr gut. Da sind wir nämlich, weil es gibt das Duell der Löwen Frankfurt gegen die Adler Mannheim. Ach, danke. Derby. Adler wieder Mannheim. Derby. Absolut. Es ist ja für Mannheim übrigens das richtige Derby. Mannheim gegen Frankfurt und nicht Mannheim gegen Schwenningen. Nur so beiläufig. Dann fahren wir zum richtigen Derby. Wir fahren zum richtigen Derby. Adler haben wir jetzt gesehen, habe ich zweimal gesehen. Frankfurt kann ich noch nicht. Dein Stuhl macht komische Geräusche. Das war wirklich der Stuhl. Das war wirklich der Stuhl. Adler habe ich jetzt ein paar Mal schon live gesehen. Frankfurt noch nicht. Bin ich gespannt drauf. Das ist der Stuhl. Ja. Hast du schon eine Meinung zu den Löwen? Außer ich habe sie auch noch nicht live gesehen. Ich sehe sie am Mittwoch zum ersten Mal live. Aber das ist schon ein Kader, der nach der Aufstiegssaison noch mal extrem verstärkt wurde. Also besser gemacht wurde von Franz Fritzmeier, meine ich. Und trotzdem... Das zweite Jahr ist immer schwierig und das zeigt jetzt schon, dass eine gute Leistungsdichte da ist, zumindest in der Anfangsphase der Saison. Das wird sich meiner Meinung nach im Laufe der Saison noch ändern. Okay. Und Frankfurt ist für mich so ein Kandidat um 10 auf jeden Fall. Um 10 auf jeden Fall? Ja. Okay. Also ich freue mich drauf auf die Löwen. Die Löwen. Aber auch natürlich immer auf das Umfeld. Ist ja eine coole Arena mit einer coolen Stimmung. Also, ich bin da gerne, gebe ich offen zu. Weißt du, was ich halt oldschool geil finde? Weil eine Oldschool-Halle. Ja, aber da dürfen cool halt noch die Original-Sternchenwerfer angezündet werden. Die Original, nicht mit dem Handy leuchten, sondern schön Sternchenwerfer. Du meinst, was man normalerweise in der deutschen Sprache Wunderkerzen nennt? Oder was meinst du, Sternchenwerfer? Das ist doch Sternchenwerfer. Ich kenne das also nicht die Wunderkerzen. Ja, ich habe es noch nie gehört, Sternchenwerfer. Aber alles gut. Das ist eine Grundsatzdiskussion, glaube ich. Aber es gibt ja noch was mehr. Gibt's sonst noch? Es gibt ja noch mehr. Am Donnerstag geht es weiter. Iserlohn gegen Köln. Freitag 5 Spiele mit Konferenz. Samstag Köln gegen Mannheim. Auch ein schönes Spiel, würde ich behaupten. Und am Sonntag gibt es natürlich auch wieder fleißig Eishockey. Alles bei Magenta Sport. Und ja, einfach weiter gucken. Ein Highlight jagt das nächste. Richtig. Das ist stark, ja. Ja, ich habe auch echt Bock drauf, muss ich sagen. Im Gegensatz zu euch. Dann lass uns noch einmal kurz, ich glaube, so viel Zeit haben wir. Wir ziehen das durch jetzt hier. Wir ziehen das durch. Komm. Es gab noch ein paar coole Geschichten, die wir vielleicht aus Overseas noch gleich thematisieren, weil wir gucken auch immer auf unsere deutschen Jungs. Willkommen. Back home? Wie meinst du back home? Back home. Ja, back home. Wo sie arbeiten. Back home. Ja. Stützel und Petaka ist ja noch alles in der Vorbereitungsphase, logischerweise. Aber Mikey, ich glaube, der Mikey ist schwer was, performt. Ich habe da was. Logan Cooley. Ach, den willst du mit sagen? Ja, okay. Also das ist schon auch ein dezentes Tor, könnte man sagen. Das war Down Under. Aber Das war in Australien. Melbourne, glaube ich. Ja, aufgrund meiner australischen Vergangenheit musste ich das natürlich als erstes zeigen. Aber das ist schon, ich glaube, er ist gefühlt aus der eigenen Blauen losgelaufen oder von da losgelaufen und dreht sich um 4 Mann rum und dreht noch einen anderen aus. Also
das kann sich sehen lassen, dieses Tor. Aber wir wollen natürlich auch auf unsere Deutschen schauen. Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Preseason. Ich wollte übrigens nur kurz anmerken, als Tennismensch, dass das schon sehr besonders ist, in der Rod Laver Arena zu Melbourne Eishockey zu sehen. Das ist natürlich etwas befremdlich für mich. Ja. Das ist natürlich Tennis. Nicht befremdlich, Tennis Eishockey pur. Zu sehen, aber auf diesem Platz natürlich ohne Frage. Und ich habe noch meine Eishockey-News übrigens gelesen. Da gab es einen Bericht rund um dieses Spiel, dass 40% der Tickets außerhalb von Victoria verkauft wurden. Fand ich total interessant, weil Victoria, wie du ja weißt, ist der Bundesstaat, der ist ja jetzt nicht besonders klein oder mehr. Dementsprechend kamen da schon viele von weit her angereist für dieses, für diese Spiele. Waren ja auch, glaube ich, zweimal mit 13.000 dann ausverkauft. Ja, schon schön, ja. Und vielleicht wird die NHL groß. Und die NHL plant jetzt auch noch ein Freiluftspiel in Mexiko, meine ich. Okay. Und irgendwann auch auf dem Vulkan. Wahrscheinlich. In Vielleicht. Schweden sind sie ja auch noch dieses Jahr mit unseren Deutschen. Sind sie auch noch, stimmt. So, die Deutschen habe ich angesprochen. Ja. You know, shit happens. Sowas sagen wir hier nicht. Deswegen. Ja. Genau. Herr Tim Stützle hat gespielt mit seinen Senators und hat einen schönen Sniperschuss rausgelassen. Alles noch Preseason. Alles noch übrigens. Preseason, also. Aber schon gut drauf. Das Ding, kurzes Kreuzeck, kann man schon da oben reinlegen. Ich glaube, dass Ottawa dieses Jahr eh eine sehr gute Saison spielen wird und auch in Richtung Playoffs, glaube ich, mitreden wird. Und Stützle auch noch mal einen Schritt weiter. J.J. Peterka hat auch ein Tor geschossen. J.J. Peterka hat auch ein Tor geschossen. Auch noch? Das haben wir auch noch. Das sehen wir hier. Und zwar, also schlau, muss man ja auch mal zugeben, dass ein bisschen getrickst hat er. Er hat, glaube ich, den Popo vom Torhüter dann angeschossen. Wie er sich freut, der Mikey. Schon. Ja. Und dann war das Ding drin. So, Mikey, da musst du nur noch bis zum 10. Oktober warten, denn dann geht's los mit der NHL. Da kannst du wieder die Nächte durchglotzen und dich fragen, warum bin ich eigentlich über Nacht 3 Jahre älter geworden? Ja, weil der Schlaf fehlte, junger Mann. Da können wir die Jungs aber auch mal wieder dazu holen hier in die Eishockey-Show, oder? Die werden den einen oder anderen. Die NHL, auf jeden Fall. Ja. Genau, also da werden wir sicherlich auch mal wieder Live-Stimmen hier in der Eishockey-Show hören. Dann noch ein kleiner Hinweis, ist mir wichtig, weil ich finde, coole Geschichte rund um die Silberheldengeschichte der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, denn in der aktuellen Justin Ausgabe... Justin Schütz, den wir hier hatten. Genau, einer der Silberhelden. Davon. Ja, wir haben ja die Medaille auch gesehen und die Dump and Chase, cooles Magazin, hat eine große Geschichte rund um diese Heldenreise in der neuen Ausgabe. 20. Ausgabe schon mittlerweile. Okay, congrats. Cooles Ding auf jeden Fall, lohnt sich. Mo Müller gibt ein sehr ausführliches Interview, meine ich, noch da drin. Dann geht es eben um die Silberhelden. Ist auch dann insgesamt natürlich mit dieser Silbergeschichte ein echtes Sammlerstück, finde ich. Okay. Ja. Dann, last but not least, der Hinweis, wie ihr das mittlerweile hoffentlich gewohnt seid. Die kommende Ausgabe gibt es dann wieder in 2 Wochen. Ihr seht das, das ist der 9. Oktober. Und das Ganze natürlich dann, wie immer, live um 19.30 Uhr. So sieht's aus. Leute, danke. Famous last words. Nette Show. Hat Spaß gemacht. Viel Eishockey. Ja. Sehr viel Eishockey. Ich suche noch bisschen ein paar, wenig ich suche Show. Noch ein paar Mitstreiter viel für Eishockey, meine Meinung. Viel Eishockey, wenig Show. Selbst begibt sie weiter auf die Suche nach Fans, Gleichgesinnten. Den Faustkampf nicht ganz so cool nach finden. Diesen 20% aus der Kommentarleiste. Du, damit gewinnst du heute eine Wahl. Also das muss man auch mal klar sagen. Es ist ein Thema, das weiter zu diskutieren ist, glaube ich. Alles gut, alles gut. Ja. Trennen wir uns schiedlich, friedlich und... Das sowieso, das würden wir auch bei unterschiedlicher Meinung machen. Das ist so, gehört dazu, in einer gepflegten Demokratie. Danke, Mikey, danke, haben Basti. Haben wir bitte schön. Warte. Was denn? Haben wir irgendwas vom Rick da? Weil den können wir ja nicht so einfach rauslassen jetzt aus unserer Show hier. Haben wir nicht irgendwo Grüße für ihn hinterlegt? Ich weiß gar nicht mehr. Hier steht da irgendwas drauf. Oder? Kann man da nochmal drauf zugehen? Von der Regie. Hier. Ah, du meinst, oder da musst du, glaube ich, hinlaufen. Und Haben wir ihn nicht hier drin? Da ist er, jetzt haben wir es. Guck mal. Da. Grüße an, das ist sehr persönlich. An Esoterich. An Esoterich. Ja. Genau. Er weiß, was gemeint ist. Wir vermissen dich und sehen dich dann hoffentlich spätestens in zwei Wochen wieder. Die Wiesen vermisst dich auch, aber das ist, glaube ich, das geringste Problem. Dementsprechend beste Grüße und danke fürs Zuschauen. Macht's gut und wir sehen uns dann am 9. Oktober wieder mit allem, was es Neues gibt, rund um die Penny DL und noch so viel mehr. Ciao von au. Ciao. Ciao. Hast du nicht gesagt. Habe ich gesagt.
was mir eigentlich meine komplette Karriere begleitet und was immer da so lief, war noch viel wichtiger, wenn es nicht so lief. Ich kann dir wirklich sagen, womit ich das verdient habe, aber eins könnt ihr wissen, ich weiß alles sehr zu schätzen. Dankeschön. Gut rausgespielt und die Möglichkeit, Tor für Iserlohn, Tyler Boland mit einem wahnsinnig platzierten Handgelenkschuss. Hier kommt er schon wieder und macht ihn fast wieder und dann Vikingstad, der im letzten Moment verteidigt wird von Cameron Brace, der den Schläger dazwischen hat. Wichtiger Schläger. Da war Marvin Küpper schon aus der Position. Super dann von Brace weggenommen, das wäre das leere Tor gewesen. Ausfall, ein bisschen Platz. Oh, schöner Pass. Schöne Tor! Wolfsburg ist schnell wieder da, zu viert und trotzdem das Tor. Neue Rückennummer, neuer Torriecher, Peter Spornberger, 4-0 Schwenningen. Und was ein Schuss, da gibt's nichts zu halten. Und jetzt die Möglichkeit, oh! Riesenschuss. Ja, ist der Teutle da, oder? Das gibt's doch gar nicht. Leistenbruch beim Zuschauen, es ist der Big Save von Niklas Treutle, Lecco Mio. Ah, Frühstart Schwenningen 1-0. Tyson Spink, Torschützenkönig in der DL 22-23. Und jetzt knipst er wieder im Zusammenspiel mit seinem Bruder Tyler. Feist, schneller als Hüttl. Gut gemacht von Feist. Wieder viel Verkehr. Super Save von Michael Garteig. Überragend. Die erste Scheibe kommt aus dem Gewiel zu Jörz und dann der rechte Schoner ausgefahren von Michael Garteig. Ankert, guter Pass. Eham lässt liegen. Oh, ist Tor! Tor. Eham, der die Scheibe eigentlich Richtung Tor versucht zu bringen. Und dann mit der Spitze eigentlich. Olischewski. Ja. Oh, und dann lässt sich Ankert die Scheibe abluchsen. Aukeland gegen Wohlgemuth. Schuss von Austin. Oh, Aukeland, den hat er. Den hat er. Wow. Was für eine Parade. Das ist einer für die Top 10. Ja.